Das ist mein Retriever Ben und manchmal bei Vorträgen, dann frage ich, meinen Sie, ist dieser Hund dominant, aber sagen Sie nichts. Und dann gibt es Leute, die rufen sofort rein. Aber ich habe Sie ja gewarnt. Und natürlich ist dieser Hund nicht dominant. Er hat eine Körperspannung. Er trägt die Rute recht hoch, weil er auch Spondylose hier hatte. Lebt seit letzten Februar nicht mehr. Das heißt, die Rute ist auch im Ansatz noch sehr hoch. Das heißt, da muss man einfach sehen, da gibt es Zusammenhänge. Man stellt es einfach fest, man muss es gar nicht interpretieren. Und mit Verhalten sozialer Struktur hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. Wir sehen einen Hund so. Und so nehmen wir ihn wahr und wir mögen ihn oder mögen ihn nicht. Aber auch diese Haltung, ich hatte gerade gesagt, das hängt auch mit Kultur zusammen. Und unsere Kultur ist im Allgemeinen christlich geprägt, auch wenn wir selber vielleicht aus der Kirche ausgetreten sind. Ganz egal, wir haben da, das hat ganz viel Einfluss auf unser Denken und auf unser Fühlen. Und in der Erschöpfungsgeschichte der Priester im Genesis Kapitel 1, Vers 26 ist zu lesen, und das ist ja jüdische Literatur, nicht christliche, wie manchmal gedacht wird. Da ist zu lesen, Gott sprach, lass uns und Menschen machen ein Bild, das uns gleich ist, die da herrschen über die Fische im Wasser und so weiter. Was in der deutschen Übersetzung leider nicht rüberkommt, auch in der englischen nicht, dieses Herrschen ist nicht dieses Herrschen von oben nach unten, sondern ist ein königliches Herrschen. Und in dem hebräischen Urtext ist dieses königliche Herrschen ein verantwortungsvolles Herrschen, ein respektvoller Umgang mit, das ist ein neueres Wort, mit der Mitgeschöpflichkeit. Aber wir haben vielfach gelernt, von oben nach unten mit Geschöpfen umzugehen. Und da hat es jemanden gegeben, den Franz von Assisi, ein reicher Kaufmannssohn, der irgendwann durch Entkleidung auf dem Marktplatz deutlich gemacht hat, ich trenne mich symbolisch von meinem anderen Leben. Im 12. Jahrhundert, der hat ganz deutlich, und darum ist er auch bekannt, er ist auch, hat irgendwann heilig gesprochen, das Heilige von Franz von Assisi, der hat mit Tieren sprechen können. Ob das der erste Tierkommunikator war oder nicht, das weiß ich nicht. Ja? Aber er hat von Bruder Wolf gesprochen. Da gibt es eine Legende, wie er Bewohnern eines Dorfes hilft, weil die sich vom Wolf bedroht fühlen. Und dieser Wolf ist einfach verletzt gewesen und dadurch aggressiv gewesen. Er bezeichnet Vögel, das ist Gespräch, also er predigt den Vögel, heißt das hier. Also Vögel, Natur, Bäume als Geschöpfe Gottes. Und nicht in einer Hierarchie, sondern in einer Gleichwertigkeit. Das haben wir verloren. Und das hat auch Kirche, dazu beigetragen, egal in welcher Konfession. Also da hatte das Tier wirklich das Herz und ich habe das Gehirn mal eingezeichnet und ich meine auch die Seele. Gestern ist so nebenbei das Wort Seele gefallen, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und ich habe vor 10 Jahren die Diskussion mal gehabt, das war gar kein Vortrag von mir, von jemand anderem, wo einfach das in Frage gestellt wird, haben Tiere eine Seele? Haben sie eine Seele? Wenn Sie mich fragen, ja. Das ist meine Antwort. Warum ist das überhaupt in Frage gestellt? Da ist der nächste Descartes. Descartes ist Soldat gewesen. Heute würde man sagen, der ist hochintelligent gewesen. Hat mathematische Flugbahn von Kanonenkugeln sehr schnell berechnen können für Kriege. Und er war auch Philosoph und er war auch mit einer der ersten Ärzte. Das ist relativ wenig von ihm bekannt. Und um Leichen sezieren zu können, um sein ärztliches Wissen zu vervollständigen, musste er sich mit der Kirche einigen. Weil, wenn ich jetzt einen Toten seziere und die Seele ist noch da, dann mache ich etwas, was mein Leben gefährdet. Da wurden nämlich in der Zeit noch Hexen und Hexer verbrannt. Natürlich Hunde und Katzen, die da häufig im Zusammenhang mit waren. Also musste er einen Weg finden, zu sagen, okay, es geht nur um den Körper. Und da hat er Abhandlungen geschrieben, die dann die Kirche zufriedengestellt haben, wo es darum ging, dass man Körper und Seele tatsächlich trennen kann und die Seele der Kirche gehört und der Körper etwas auch Vergängliches ist. Wenn Sie an die heutige Medizin denken, nicht an die Entwicklung, die in der Medizin heute zum Glück läuft, da wird auch häufig Körper und Seele getrennt.
hatte einen Fersenbeinbruch vor gut einem Jahr. Da hat mir der Arzt mir eine so schlechte Prognose gestellt, also ich hätte überhaupt keine Chance, vernünftig wieder zu laufen. Und dann war ich vor 3 Wochen war ich bei ihm, dann hat er sich hingesetzt, konnte das gar nicht glauben, wie gut ich laufen konnte. Ich habe ihm da einen vorgetanzt. Aber das passte nicht in sein Bild. Er sagte, sie fallen aus der Statistik. Ja? Und sie werden trotzdem noch Schmerzen kriegen, aber dann kommen sie, dann gucken mal, versteife ich ihnen das Gelenk. Und ich habe gesagt, auch dort werde ich aus ihrer Statistik fallen. Wer über die Macht des Wortes, und auch da sind sich viele Hundetrainer leider nicht bewusst, über die Macht des Wortes weiß, dass dieser Arzt eigentlich ein Bekannter von mir, Medizinerfluch genannt, ein Medizinerfluch gesprochen hat. Und wenn ich daran geglaubt hätte in meinem Krankenbett, und das war verdammt schmerzhaft, und geglaubt hätte, ich kann nie wieder vernünftig laufen, dann hätte ich nie wieder vernünftig laufen können. Ja, ich habe Einschränkungen. Nach so einem Tag tut mir auch der Fuß weh, wenn ich länger gestanden habe. Aber was soll's? Und das ist etwas, was auch bis zur Medizin heute reicht, auch in unser Denken für Tiere. Seele und Körper sind immer noch vielfach zu oft getrennt. Und sie gehören zusammen. Und neuere Entwicklungen gehen zum Glück in eine andere Richtung. Aber da ist die Ursache. Und Descartes hat Tiere als Maschinen gesehen. Und wenn sie schrien, wie wir heute sagen würden, vor Schmerz, das war reiner Ablauf, wie bei so einem Teddy, den man vielleicht kippt, der auch so ein Geräusch macht, das spüren die gar nicht. Das können die doch nicht. Mechanische Wesen fühlen keinen Schmerz. Und auch das ist noch in vielen Köpfen drin, bewusst oder unbewusst, nach dem Motto, das tut meinem Hund ja gar nicht weh. Zum einen sehe ich es nicht, aber wenn es mir nicht bewusst ist, dass ich ihm wehtun kann, werde ich es auch nie sehen können. Es war gestern so, dass man manchmal wirklich in Augen den Schmerz sieht oder die Depression eines Hundes, auch am Gang an der gesamten Körperspannung. Also wenn ich das ausschließe, dass das passieren kann, dann sehe ich es auch nicht. Also da würde unser Ben in etwa so aussehen nach diesem Weltbild. Dann spielt in der Lernforschung Ivan Pavlo eine Rolle. Er ist Physiologe gewesen, also Arzt, auch Nobelpreisträger. Und Pavlo hat noch sehr grausame Versuche gemacht, wo die Hunde ohne Narkose untersucht wurden, operiert wurden. Und er hat etwas rausgefunden, was wir alle irgendwann mal gelernt haben. Vielleicht in der Oberstufe Biologie oder jetzt als Hundetrainer natürlich auch, die sogenannte klassische oder pavlovsche Konditionierung. Wie hat er das rausgefunden? Also manche Leute haben gedacht, er ist Psychologe, das war er nicht, und da hat er sich auch gegen gewehrt, und Psychologie in der Zeit war sowieso sowas Dubioses, so wie Heiler heute, was Dubioses sind aus heutiger Sicht. Also er war Arzt, er war Physiologe und er hat an Körpersäften untersucht, und dabei hat er durch Zufall, wie das manchmal in der Forschung ist, etwas herausgefunden. Dass die Hunde, wenn eine Glocke klang, also die Räumlichkeiten waren mit einer Glocke abgesichert, einer Türglocke, damit die Hunde nicht rauslaufen konnten aus diesem Labor, wenn sie da irgendwo mal frei waren. Also als Ankündigung, es kommt jetzt jemand rein. Und dann hat er festgestellt, dass die Hunde, die schon länger da waren, anfingen zu sabbern, wenn diese Türglocke ging, also wenn jemand durch die Tür kam. Aber die Hunde, die noch nicht so lange da waren, nicht sabberten. Und dann hat er festgestellt, das muss mit der Versorgung durch den Pfleger zusammenhängen. Wenn die also, der Pfleger kommt, die Glocke geht, und die Hunde, die schon länger da waren, hatten eine Verknüpfung erlernt. Glocke, Pfleger kommt, es gibt gleich Futter. Also Sache, die Sabbern, was eigentlich an Futter gekoppelt ist. Und das war ihm aufgefallen, dann hat er damit experimentiert, kann ich das auch, wenn nur die Glocke klingelt? Und tatsächlich, und da ist er, ohne es zu wollen, zum Psychologen geworden, also hat Lernforschung im Kern gemacht, man kann also zwei Reize, die ursprünglich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, verknüpfen. Und das kennen wir, vom Klickertraining, da sagt man dann so lax, Klicker laden, also haben wir einen Hund da?
Ich brauche keinen Hund, aber ich will jetzt nicht einen Hund, der eventuell Klicker trainiert ist, verwirren. Leckerli, 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 Leckerli. Pause. Und guckt rum. Da gab's doch Leckerli. Und dann weiß ich, er hat zumindest eine, er hat eine Verknüpfung stattgefunden. Das heißt, da nutzen wir das Ergebnis dieser Lernforschung. Und Hund, und wir wissen es sowieso, wenn wir also so eine Knistertüte, unsere Leckerli in der Knistertüte haben und wir greifen schon mal rein, das knistert, wo gibt's was? Das ist klassische Konditionierung oder Pavlovsche Konditionierung. Und sie ist ganz wichtig. Und sie findet bei ganz vielen Lernvorgängen, selbst wenn es um etwas noch anderes Lernen geht, im Hintergrund immer mit statt. Dann gab es jemand, der war Lehrer, Wilhelm von Osten, der hatte ein Pferd und diesem Pferd hat er eine Menge beigebracht, unter anderem das Rechnen. Und das habe ich meinem Hund auch beigebracht, da kannte ich diese Forschung noch gar nicht. Mein Hund Harro konnte rechnen und später der Tom und der Ben konnten das auch. Und das war immer sehr beeindruckend für die Kinder. Aber er konnte nur, weil es Hunde sind, nur bis im Zahlenraum von 1 bis 10 rechnen. Und das war ganz einfach. Ich hatte dann Leckerli in der Hand, bei Harro zum Beispiel. Was Hochwertiges. Harro! Wie viel ist 10 minus 6? Puff, puff, puff. Puff, 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 puff. Super! Das heißt, da habe ich dann unterbrochen natürlich, wenn er soweit so viel gebellt hatte. Und dann konnten die auch rechnen, ne? Da konnten die auch Aufgaben stellen, dann hat er das Leckerli gekriegt, da reichte so eine Körperspannungsveränderung bei mir zum Leckerli, dann hörte er auf. Das war ein Spaß und das hat die Kinder auch sehr beeindruckt und das ist auch lustig, so Sachen einfach zu machen. Hier war es dann kein Spaß mehr für die Wissenschaft, weil es gab eine wissenschaftliche Kommission, die hat untersucht, ob dieses Pferd tatsächlich rechnen kann. Und sie ist zu dem Schluss gekommen, es kann rechnen. Aber man konnte es nicht wirklich glauben, weil das ist ja ein Tier, das kann ja nicht so sein. Und da war ein Assistent, ich weiß den Namen nicht mehr, man kann es nachlesen bei Wikipedia zum Beispiel, das ist eine sehr gute Zusammenfassung darüber. Da war ein Assistent, der hatte eine Idee, dass man den Versuchsaufbau veränderte. Das ist ja in der Wissenschaft so, dass die Versuchsaufbauten häufig Einfluss auf das Ergebnis haben. Und dann hat er gesagt, okay, hierbei, und es hat ja auch Vorführungen gegeben, so öffentliche Vorführungen, hierbei sind alles Leute, die wissen das Ergebnis durch die Frage. Die waren ja klug, die Fragen waren ja nicht so kompliziert, also Hauptstadt von Italien, sondern das waren so Rechenaufgaben oder so Lesesachen, wo dann der Hund, der das Pferd mit dem Huf tickte. Und der hat gesagt, okay, aber alle Anwesenden wissen das Ergebnis. Und jetzt machen wir den Versuch mal so, dass derjenige, der anwesend ist und das Ergebnis kontrolliert, das Ergebnis nicht kennt. Das heißt, das macht man zum Beispiel bei der Ausbildung Krebssuchhunden, dass der Hundetrainer nicht weiß, in welcher Probe der Geruch ist, weil der sonst durch Körpersprache es beeinflussen könnte. Aber jemand von außen klickt zum Beispiel und ein Signal gibt, es ist richtig. So, also hat man dem Pferd die Aufgabe gestellt, aber der jetzt kontrollierte, ob das Pferd richtig rechnete zum Beispiel, der wusste die Aufgabe nicht, konnte also das Ergebnis auch nicht. Und dann hat man festgestellt, wenn niemand dabei ist, der das Ergebnis kennt, rechnet das Pferd nicht richtig. Das hat die Tierpsychologie, und so hieß das damals, ganz schwer in Verruf gebracht. Und es hat die Forschung in dem Bereich im Kern abgeschnitten. Und es ist kein Zufall, dass Dorit Fesselhausen-Petersen ihr Buch Hundepsychologie genannt hat und hat es im Vorwort auch beschrieben, um nochmal deutlich zu machen, doch, es ist Zeit, auch hier in dem Bereich wieder der Hunde und der Psychologie so zu forschen und Untersuchungen zu machen. Anstatt zu erkennen, welche Hochleistung dieses Pferd bringt, dass es kleinste mimische Veränderungen in der Atmung wahrnimmt, also welche wunderbaren Sinnesleistungen da ist, hat man diese Forschung beendet. Und der Herr Van Ost, glaube ich, heißt er. Ja,
ja, von Osten, der hat trotzdem weitergemacht, der ist erst schlimmes Tief gefallen, wäre ich dann wahrscheinlich auch, und hat weitergemacht. Aber hier hat eigentlich die Wissenschaft einen Punkt verpasst, zu sagen, wir forschen an Tieren, die mit uns zusammenleben, auf einer anderen Ebene. Und da ist die Wissenschaft abgedriftet und hat auch sich getrennt von Beziehung und Tier, an dem geforscht wird. Das hat ganz lange unter anderem aus diesem Grund nicht stattgefunden. Dann gab es Boris Friedrich Skinner. Er ist nicht der Einzige in dem Bereich der Forschung, er ist nur der bekannteste. Man spricht hier von einer amerikanischen Schule der Psychologie, sogenannte Behavioristen, Behavior, Verhalten. Und der hat geforscht ganz viel mit Tauben, ganz viel mit Ratten, mit Hunden auch und anderen Tieren. Und ich selber habe in Schule als junger Lehrer mit diesen Forschungsergebnissen zu tun gehabt, aber ich habe sie nie auf Hunde quasi nie mitgekoppelt mit Hunden. Es gab da früher so Mathe-Lernprogramme, wo im Kern die Basis dieser Forschung drin waren, wo schnelle Kontrolle von Ergebnissen möglich war und ähnliches. Was hat er gemacht? Bekannt ist die Skinner-Box. Diese Box hat ein Licht, die gibt eine Information für das sich daran befindliche Tier, hat ein Futtermagazin, was von außen befüllt wird, mit einem Hebel gekoppelt. Und wenn dieser Hebel gedrückt wird, kann dort Futter rausfallen, aber es lässt sich steuern, in welchem Zeitabschnitt, in welchem Zeitstrecke nachdrücken das Futter kommt. Also fällt das sofort raus, halbe Sekunde, fällt das Futter nach einer Sekunde raus, nach zwei Sekunden, nach fünf Sekunden, zehn Sekunden. Und ein elektrisches Rost, auf das ich jetzt nicht weiter eingehe, außer dass ich sage, natürlich hat man auch mit Schmerzreizen dort gearbeitet. Natürlich, insofern nicht, weil ich es natürlich finde, sondern weil es im damaligen Forschungsbereich gemacht wurde und heute leider auch immer noch gemacht wird. Also man konnte leichten Strom dort raussetzen und hat auch dort geforscht. Ratte drückt den Hebel, Futter kommt raus und die Frage ist, wie schnell lernt die Ratte, die sich dort überhaupt nicht auskannte, keine natürliche Umgebung natürlich, den Zusammenhang zwischen ich drücke den Hebel und das Futter kommt raus. Und die Ratten haben es dann am schnellsten gelernt, wenn in einem, Achtung, Durchschnittswert, 0,84 Sekunden, also 84 Hundertstel Sekunden, das Futter kam. Das heißt irgendwo zwischen, ich sag mal, 0,5 Sekunden und 1,2 Sekunden. Deswegen sagen Hundetrainer immer, du musst deinen Hund in 1 bis 2 Sekunden belohnen. 1 bis 2 Sekunden, kommen wir hin. Ich gehe nachher nochmal drauf ein. Wie sieht das in der Praxis aus? Also nochmal die Skinner-Box. Unnatürliches Verhalten, so, das braucht eine Ratte für ihr Leben normalerweise nicht. Ich verwende den Klicker in bestimmten Situationen häufig, um den Menschen eine Rückmeldung zu geben, wann sie zum Beispiel ihrem Hund eine Rückmeldung geben sollen. Und das Wahnsinnige ist, dass der Hund nebenbei lernt, also ich klicke quasi als Information, jetzt solltest du dem Hund was sagen oder das und das machen. Und der Hund lernt, ohne dass er auf den Klicker konditioniert ist, ganz schnell den Zusammenhang und viel schneller als die Menschen. Das ist Wahnsinn. Ja, beide werden positiv bestätigt. Genau. Und ja, also wenn wir den Klicker verwenden, ist diese Lernforschung von Skinner und die Geowissenschaft hat ihn mal genannt als den größten Psychologen nach Freud, ist das die Grundlage. Und das Wichtigste ist, in der Summe haben die Forschungsergebnisse von Skinner gezeigt, dass positive Bestärkung mit die schnellsten und vor allem dauerhaftesten Lernen, damit die schnellsten und vor allem dauerhaftesten Lernergebnisse zu erzielen sind. Jetzt wird der eine oder andere denken, aber Strafe klappt doch auch. Ja, und auch darüber hat Skinner geforscht, aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Ich arbeite und werde nachher auch nochmal drauf eingehen, hauptsächlich über die positive Verstärkung und das mit sehr viel Erfolg und Skinner hat es belegt. Skinner hat auch Kritik gefunden, auch in einigen Büchern, und ich meine auch von Elisabeth Beck, die schreibt auch was darüber, wer lernen will, muss fühlen. Skinner hat viel Kritik gekriegt, und ich fand die Kritik und finde die Kritik auch berechtigt.
Und die Temple Grandin ist Autistin, hat jetzt heute 80% der amerikanischen Schlachteinrichtungen entwickelt. Das hört sich sehr grausam an. Also da, wo Vieh reingetrieben wird für Schlachthöfe, da hatte sie vor Jahren 50%, jetzt sind es, habe ich letzt gelesen, 80%. Als Autistin nimmt sie, das ist auch ein Titel, ich sehe die Welt wie ein frohes Tier, nimmt sie die Welt anders wahr. Und ich habe das erste Mal über Temple Grandin, es gibt auch einen Film, sehr guten Spielfilm über sie, ich habe über Temple Grandin das erste Mal in einem Buch von Monty Roberts gelesen und dann bei Oliver Sacks, amerikanischer Neurologe, ich sehe die Welt wie ein frohes Tier, glaube ich. Nee, das war eine Anthropologin auf dem Mars, heißt der Titel. Bei Oliver Sacks, der hat also über verschiedene Menschen, besondere Menschen geschrieben. Und da war mir aufgefallen, das was hier auch nochmal deutlich, also da, bei Tammy Grantin war mir aufgefallen, dass sie die Sicht anders wahrnimmt, die Welt anders wahrnimmt als ich, eher aus Sicht des Tieres. Und das hat mich dazu gebracht, auch das, da komme ich nachher nochmal kurz drauf ein, auch die Welt in Bezug auf den Hund ein bisschen anders zu sehen in bestimmten Situationen. Und sie kritisiert hier Skinner, sie hat selber dort auch studiert. Manche von ihnen gingen sogar so weit zu behaupten, Tiere besäßen weder Gefühle noch Intelligenz, sondern reagierten ausschließlich auf Belohnung oder Bestrafung beziehungsweise auf eine positive oder negative Verstärkung der Umwelt. Descartes lässt grüßen. Soweit bis dahin. Die Behavioristen, ich habe mich letztens mit einem amerikanischen Forscher noch unterhalten, sind auch heute in Amerika noch aktiv und spielen noch eine ganz wichtige Rolle in der Psychologie. Aber es ist nicht zumindest meine Welt. Und Eugen Drewermann, ein katholischer Theologe, der irgendwann mal sein kirchliches Lehramt aufgeben musste, weil er zu kritisch war, hat mal geschrieben, er hat auch viel über Tiere und Seele geschrieben, haben Tiere eine Seele oder Gefühle? Sowas kann nur jemand fragen, der keine der beiden Eigenschaften hat. Und finde ich so auf den Punkt gebracht. Karen Prior, wenn man über die Geschichte nachdenkt, muss man erwähnen, sie stand vor der Aufgabe, einen Sea Life Park auf Hawaii Shows zu machen. Sie und ihr Mann hatten so ein großes Projekt, beides Meeresbiologen, angelegt. Er wollte forschen und das musste irgendwie finanziert werden. Forschungsprojekte, die wir heute auch nicht mehr so lustig fänden. Und sie hat es durch Shows finanziert und stand vor der Aufgabe, Delfine und unterschiedliche Tiere, auch Vögel, zu trainieren für diese Shows, aber hatte keine Erfahrung damit. Und dann hat sie sich so ein Manual, so ein Handbuch, nicht von Skinner, das war jemand anders aus der Gruppe, besorgt und hat das in das Trainerleben integriert und umgesetzt. Und sie ist auch heute noch eine große Persönlichkeit, war auch vorletztes Jahr in Deutschland, glaube ich. Sie spielt eine ganz wichtige Rolle, weil es ihr gelungen ist, Bücher zu schreiben, die verständlich sind, die das Clicker-Training publik gemacht haben. Es gibt das letzte von ihr, was ins Deutsche übersetzt ist, heißt Reaching the Animal's Mind, auf Englisch. Deutsche Übersetzung heißt die Seele des Tieres erreichen. Ist also die Übersetzung nicht ganz sauber. Und manche Leute sagen, ja, ich kann mit dem Buch nichts anfangen. Und ich fand es hervorragend, weil es viel über die Geschichte auch des Clicker-Trainings nochmal wiedergibt. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Sie hat ganz großen Einfluss auf das, was wir heute mit diesen Geräten machen.